Ich sitze hier mit sieben anderen in einem öden Klassenzimmer und diskutiere mit unserer Deutschlehrerin über Goethes Faust. Stoff nachholen fürs Abitur. Na prima. Ansonsten ist die Schule verwaist. Nur Herrn Udurjewitschs Mathekurs im Nebengebäude schwitzt über Formeln. Nachsitzen wegen eines Streichs. An einem Samstag, damit es auch richtig wehtut. Okay. Und jetzt wird's heftig. Herr Udurjewitsch und Frau Sommer, bitte schieben Sie doch die Tafel in Ihrem jeweiligen Klassenzimmer nach oben. Dankeschön. Ich nehme an, ihr habt es gefunden. Gut, dann darf ich euch nun beglückwünschen. Ihr habt es geschafft, dem langweiligen Unterricht zu entkommen und dürft euch jetzt auf zwei spannende Stunden freuen. Zunächst einmal, jeder von euch hat heute Morgen eine beträchtliche Menge Gift zu sich genommen. Es ist inzwischen längst in eurem Blut. Ihr könnt also leider nichts mehr tun. Die Sache ist die, wenn ihr nicht bis 12 Uhr ein Gegengift genommen habt, sterbt ihr. Alle. Es sei denn, einer von euch unterschreibt den Satz hinter der Tafel. Die Klasse, die zuerst das Todesurteil der anderen unterschrieben hat, bekommt das Gegengift. Die andere stirbt. Natürlich. Also dann, lasst das Spiel beginnen!